Sie werden von mir mehr hören im Bereich, wieso haben wir überhaupt für die Plattform oder für das Framework Live entschieden. Und da geht es ein bisschen schon in die strategische Entscheidung, wie die Firma tickt und was wir so machen. Und dann, ich denke, wenn da noch Fragen sind, mehr zu Elbsa, wie so tun, dann können wir das sicher um 10 Uhr erläutern oder erklären. Und das Gute ist, wenn Sie uns nicht so gut kennen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Wir sind nämlich absolut im B2B-Markt tätig. Und das Fußnote ist mit 100%ig Dr. der Swissre und der Matz. Das ist sich von meiner Seite, was das betrifft im Sinne von, was macht Elips. Aber da sind doch zwei, drei Fragen. Die Elips gibt es erst seit 8, das ist relativ seit 6 Jahren. Und da fragt man sich, wieso um Gottes Willen noch eine Stichwort. Das kann ja nicht sein. Das Versicherungsgeschäft ist relativ öde, langweilig und nicht sexy, nicht innovativ gegenüber Kunden. Und wenn dann irgendein Claim passiert, dann werde ich bezahlt. Kennen Sie das irgendwo? Also wie kann man sich differenzieren? Da haben wir uns natürlich gefragt, okay, was ist eine Versicherung, was bedeutet das für uns? Wir haben uns auch damals mal gefragt, okay, was sagen dann Kunden zur Versicherung? Völlig unabhängig. Und der dritte Punkt hier, wieso man so eine neue Versicherung etablieren, wenn man schon die Idee hat, das zu tun. Aber eins ist klar, da denke ich, dass das sind auch die Vertreter der Banken eher völlig im Klaren, es kostet Geld. Man muss Kapital haben ohne Ende. Und man ist reguliert noch nicht so weit wie bei den Banken, aber das kommt mehr und mehr. Ich garantiere Ihnen das, mit Solvency II werden meine Haare noch grauer als grau. Auch als Liechtensteiner Firma, der F-Mann steht, nicht der Firma. Also das wird spannend. Das hat dann eigentlich dieses Bild ergeben, ganz kurz gesagt. Gut, das schreibt ja jeder hin. Ne? Standard schreibt jeder hin. Ne? Nur, das ist das, was wir denken, leben wir, intern wie extern, und aus diesen Gründen, aus diesen Punkten möchte ich gar nicht im Detail reingehen, einfach zwei, drei rauspicken, zum Beispiel hier, aus diesen Gründen denken wir, haben wir Erfolg. Ich gebe einfach ein kurzes Beispiel, Win-Win, was meinen wir unter Win-Win? Da meinen wir ganz klar, wir wollen keine Abzocker sein. Also im Lebensversicherungsgeschäft gibt es also schon heute noch, und das ist natürlich problematisch im Umfeld der tiefen Zinsen, noch Margen, die sind zweistellig, aber hoch zweistellig, und das geht für uns von der Ethik schon gar nicht auf. Ne? Also wir wollen Produkte anbieten mit dem Setup dieser Firma, welche fair ist. Fair Trade kann man so sagen, also sprich nicht, wir müssen auch Gewinne schreiben, und vor allem müssen wir Gewinne schreiben in unserem Kernbusiness. Und das hat alles jetzt mit der ganzen Live-Geschichte zu tun, weil für uns ist es absolut essentiell. Wir haben nicht Milliarden von Assets in irgendwelchen Immobilien und so weiter. Wir müssen mit unserem wirklichen Kerngeschäft Lebensversicherungen in die Biometrie, Todesfall und Invalidität müssen wir Geld verdienen. Und eine Combined Ratio, das heißt Schäden inklusive alle Kosten der Firma, IT und Mitarbeiter und so weiter, über 100% bedeutet rote Zahlen. Aus dem Aus. Da gibt es keine Quersubventionierung. Nichts, absolut nichts. Ja. Das hat uns getriggert. Das challenge mich als IT-Chef, entsprechend die richtigen Produkte und zu Lösungen zu organisieren, respektive zu evaluieren. Ne? Und das sind so die Themen, da gehe ich ganz kurz noch rein, und ich denke, das schreibt auch fast jeder hin. Aber Fakt ist, und der Erfolg, und da spreche ich jetzt für unsere Kunden, wir machen fast immer das, was wir sagen. Ja? Da gibt es so einige Beispiele, wo es dann darum geht, soll ich eine Taxifahrt von A nach einem Spital X zahlen für 80 Franken, obwohl es nicht in den AVB steht. Ich kann Ihnen sagen, da wird meistens nach dem Grauprinzip gesagt, vergiss es, du musst selber zahlen. Das sind so Themen, das gibt es bei uns nicht oder sollte es nicht geben. Das ist die Tension, so sind wir erzogen und so wollen wir das Business treiben. Ja.
Aber ganz klar, und das ist Aufgabe, hoffen mit motivierten Mitarbeitern, wie macht man das? Wir haben es relativ einfach, sind eine kleine Gesellschaft, da kennt man sich noch mehr oder weniger, mit 150 Leuten nicht mehr am Werken tätig. Hochmotivierte Mitarbeiter machen am Ende des Tages der ausschlaggebende Punkt und nicht die Technologie. Und das denke ich, bin ich da gespannt, vielleicht um 10 Uhr zu hören und verstehen. Die IT-Landschaft, ich habe eine Riesendiskussion gehabt mit dem CEO und dem Marketingverantwortlichen, da steht IT als absoluter Enabler im Marketingpapier. Und ich bin also wirklich gezwungen, das auch zu liefern. Und das ist verankert in der Geschäftsleitung und auch mit dem Speed. Also die IT wird den Unterschied ausmachen als Enabler, Business Enabler. Und das wird auch so gelebt, sonst würde es bei uns nicht funktionieren. Dann, wie gesagt, was haben wir realisiert? Wir haben Live-Röhre genommen aus verschiedenen Faktoren und da ein bisschen, zweiter Punkt, der Digitalstrategie von der Firma. Fakt war ganz klar, die alte Plattform war nicht mehr fähig, das zu tun, was wir eigentlich uns selber als Added Value geben. All diese Faktoren, Win-Win, Kunden orientieren, Schnelligkeit, Flexibilität, geschweige denn von irgendwelchen schönen Fancy-Sachen, die man in 2 Monaten macht auf diesem Ding da, sei es iPad und so weiter. Und wir mussten was tun. Leider, wie immer, quer in der Landschaft, weil wir einfach noch nicht da waren von der Zeit her. Oder anders ausgedrückt, ja, was ist denn die Strategie, die digitale Strategie? Wollen wir ein Portal? Wie gehen wir mit dem Portal um? Weil bei uns läuft der Verkauf ganz klar über Brokers. Unser Geschäft ist ein B2B-Geschäft, 99% läuft über Brokers in allen Ländern, in denen wir tätig sind. Ja. Also wieso brauchen wir überhaupt so Innovationen und so weiter? Ja, wenn wir auf einer Seite sagen, wir machen das, auf der anderen Seite ist unser Wettlauf relativ ätzend, dann funktioniert das auch schon wieder nicht. Ja. Das war so das Zentrum der Geschichte und kurz Projektumfang, auch kurz 2 Punkte rausnehmen. Wie gesagt, wir haben klar, ein Punkt war, wir müssen mit dieser Technologie wirklich Extranet, Intranet oder ein Portal realisieren können und nicht noch eine andere Technologie einsetzen, weil wir einfach schlicht zu klein sind. Und auch vom Speed, und das passt natürlich zum Votum Speed, oder ist absolut ausschlaggebend bei uns. Ich komme noch kurz zur Realisierung dieser Webpage. Wieso jetzt live fehlt, da gebe ich 2 Punkte, einfach, dass Sie ein bisschen eine Idee haben. Das sind die üblichen Geschichten für uns, weil wir im Kernversicherungsbusiness Geld verdienen müssen, ist es absolut essentiell zu schreiben, wie rot, habe ich gesagt. Die waren nicht irgendwie CapEx, OpEx, Themen, Integration, wie machen wir das? Wir können nicht alles selber entwickeln, wir brauchen entsprechende Partner, wir brauchen ein Framework, das uns auch möglich ist, zu adaptieren, anzupassen, diesen Speed zu haben, trotzdem technologisch auf der richtigen Seite zu sein. Selbstverständlich auch Lizenzkosten und so. Und dann ist die Riesenfrage, ja, wo gehst du dann hin? Da gibt es IBM WebSphere als Beispiel, gibt es Oracles, gibt es andere, aber die sind im Bereich, die in der IT-Verantwortlichkeit tragen, im Bereich Hunderttausende oder Millionen. Ich habe schlicht das Geld nicht. Oder? Da heißt, das Geld macht das. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, was gibt's? Und dass ich spüre, wie die Firma tickt. Danach bin ich über Weihnachten, Neujahr letztes Jahr, ich habe vom Background her einiges an Anoa, bin ich wieder mal ein bisschen tiefer reingegangen und habe mehr oder weniger eine eigene Evaluation gemacht über diese verschiedenen Portale, Frameworks, Technologien und so weiter. Habe die zusammengestellt, in einem ersten Briefing mit den Geschäftsleitungskollegen angeschaut, 2 Telefonate gemacht, 2 Partner angerufen. Und dann no risk, no fun, es kostet mich dieses Geld, ich bin zum CEO gegangen und wir haben uns tief in die Augen geschaut und gesagt, ich glaube dir, ich vertraue dir, go. So ging das, also im Quartex Evaluation, Life Rate, ich persönlich 4 Wochen. Aber ein bisschen zum Speed, wie das so bei uns läuft, das geht zum Glück meistens gut.
Und wenn es nicht gut kommt, dann ist nicht viel verbraten aus dem Fleisch, dass ihr wurde verbraten, also sie wurde verbraten mit entsprechenden Konsequenzen. Aber das sind so ein bisschen so Themen und logischerweise auch die Technologie, Responsive Design und trotzdem die ganze Komplexität, die eine Versicherungsgesellschaft abbilden muss, wenn sie multinational unterwegs ist, mit Sprachen, anderen Märkten, verschiedenen Produkten und so weiter. Das war der große Challenge. Und da bin ich schon bereits am Ende. Ich habe gesagt, auch Speed, 20 Minuten waren sicher challenging, aber wir haben es ein bisschen später angefangen, da wurde ich ein bisschen auf, denke ich. Und das ist ein bisschen unser Motto hier. Ne? Und sei es doesn't matter, wie gesagt, wir denken, ausschlaggebend ist, wenn was passiert in einer Versicherung, wie geht man mit dem, was ist passiert, um. Und darum haben wir auch Erfolg, und das können Sie dann auch auf unserer Webseite entsprechend anschauen. Der Hintergrund, vielleicht noch, bevor ich als Resümee noch komme hier, wieso jetzt Berge als Symbol und als Metaphor. Der Grund ist, für uns, das kann man natürlich nicht beschreiben, oder? Nicht weil ich Schweizer bin, das hört man ja. Und wir sind auch keine Schweizer Gesellschaft, ist eine Liechtenstein-Gesellschaft. Und wir sind nicht eine Liechtenstein-Gesellschaft wegen steuerlichen Gründen. Weil, ganz klar, wir können über das bilaterale Abkommen Schweiz-Liechtenstein sämtliche Märkte in Westeuropa abdecken und brauchen eine Lizenz. Und einen Regulator. Das können Sie sich vorstellen, was es heißt, die mit regulatorischen Themen zu tun haben, was Speed. Also wir müssen sämtliche Themen über die FMA in Liechtenstein abdecken. Die regulieren das mit dem Regulator in Deutschland, sei es Deutschland oder Österreich oder Holland, was auch immer. Der Grund ist ganz klar, wir denken, da haben wir dazu mal gedacht, Berge sind doch wunderschön, zumindest für mich oder für uns. Können aber auch sehr schwierig sein und vor allem das Wetter kann grausam schnell umschlagen. Da musst du was tun, da musst du schnell sein und musst du entscheiden und da kannst du nicht, ja soll ich mal, darf ich nicht und so weiter. Und es ist eben, das passt genau wie wir IT-Projekte tun, wie wir evaluieren. Wir geben sehr viel Geld aus in die IT. Und das ist ein bisschen die Geschichte hinter der ganzen Berglandschaft, hinter der Elbsteich draufsteht. Hier so ein bisschen Fakten noch, wie gesagt, Evaluation, Software 30 Tage habe ich schon kurz angetönt. Habe ich mit Live miteinander diskutiert, die wollten mir schon im Herbst 5% Rabatt geben, obwohl ich noch nichts fertig gemacht habe. Sie sehen, wir haben jetzt das Glück, dass wir noch nicht mit Cluster und weiß ich was, wir gehen ein bisschen ein Risiko fahren, aber wir bezahlen 35.000 Euro, das war's. OPEX, CAPEX, Ende aus Augen versus 1 Million mit WebSphere und IBM als Beispiel. Man sieht den Trade-off. Implementationsdauer, da muss ich ein bisschen, sag mal, soll ich da 7 Monate hinschreiben oder eher 3 oder 12? Ich komme noch dazu. Wieso? Ich denke, das da war ein Thema. Ich war hier vielleicht zu schnell und habe dann zu wenig den Partner evaluiert und mich auf gewisse Herren verlassen mit dem Thema, dass wir da einiges an Verzögerungen eingebaut haben, kann man sagen. Das hat uns 3 Monate gekostet und ich bin jetzt mit einem verlässlichen Partner, mit Jeremy unterwegs, auch zukünftig Business zu machen in diesem Bereich. Ja. Also Partnerauswahl ist key. Wenn das nicht gewesen wäre, kann man sich vorstellen, entscheidet Januar, dann briefe ich mit der Agentur im März 5 oder 6 Optionen, wie das ganze Layout und die ganze Emotion reinkommt und die Implementation nochmals 3 Monate. Und das mit all diesem Kontext, also eben wie gesagt, 2 Monate wären schön gewesen, wir haben dann etwa 7 gehabt, auch aus der Schönbrüder. Was ich auch erwähnen möchte hier, da muss ich ein Kompliment Liveframe machen. Wir hatten doch einige Themen auf der Seite Performance aus diversen Areas raus, aber da darf man auch sagen, also ich wurde perfekt bedient, Eskalation hat perfekt funktioniert, die absoluten Top-Kurs haben mir geholfen,
Da muss ich sagen, da war ich sehr erstaunt. Ich kann Ihnen eins mitteilen, da gibt es alte Firmen, da zahlst du Tausende, Hunderttausende Kosten in der Wartung zur Vorbereitung, wie es nicht so bedient. Das hat mich halt extrem überrascht und auch positiv gestimmt, dass ich da zumindest was Liveray als Plattform oder als Framework betrifft, richtig entschieden habe. Darum ist für mich die Synthese, die Liveray ist für uns im Kontext des Business und was wir gemacht haben, der richtige Approach. Und das wäre es eigentlich von meiner Ausführung. Vielleicht als Letztes, wir sind jetzt dran mit dem Kollegen von Tiernamei, eine Geschichte im Bereich Rechner, also Kalkulationsrechner zu etablieren, auch in Liveray. Wir haben vor, Portal aufgesetzt im B2B-Bereich mit Liveray und wir werden, und da bin ich froh dann, wenn der Marketing weiß, wie sie das Internet gestalten sollen, weil jetzt die Technologie steht, werden wir sicher auch das Internet über Liveray machen, weil wir das ganze Content Management Area da verankert haben. In diesem Sinne, besten Dank für die Aufmerksamkeit.